Unser Thema heute ist Sommerkleider für heiße Temperaturen und für die verschiedenen Farbtypen. Ich begrüße euch natürlich recht herzlich. Leider ein kleines bisschen spät, weil viele von euch wissen, wir waren bis einschließlich Samstag auf Fortbildung. Deswegen kommt unser Video diese Woche ein ganz kleines bisschen später. Und ich freue mich trotzdem, wenn ihr unseren Kanal abonniert, unser Video liked, das Lieblingsteil kommentiert. Und ich danke euch natürlich für, YouTube hat uns gratuliert für 925.000 Views. Ich danke euch natürlich. Und wir wollen ja jetzt natürlich auf die 1 Million Views. Von daher teilt uns, liked uns, empfehlt uns. Dann freuen wir uns natürlich riesig. Aber jetzt komme ich natürlich auch gleich zum Thema. Viele kennen mich. Mein Name ist Walburga Sönen von der schönen Heldin. Ja, und bin seit 35 Jahren natürlich hier an der Front. Jeden Tag ziehe ich Frauen an. Und jeden Tag ist es natürlich auch so, dass wir verschiedene Farbtypen hier im Geschäft haben, die von weit her kommen, die natürlich auch zu ihrem Farbtyp gerne ein schönes Kleid hätten. Und jetzt habe ich euch heute natürlich auch mal wieder ein Kleidchen angezogen. Das hat so ganz süße kleine Taschen. Ist ganz luftig, wirklich auch für heiße Tage, für 30 Grad und noch mehr. Also von daher auch, es hat einen schönen Ausschnitt, man kann es mit Gürtel und ohne Gürtel tragen und es ist einfach so ein bisschen luftig und walla walla und hat trotzdem noch so ein kleines Ärmchen mit Gummizug. Also von daher auch ein schönes Kleid, wenn man halt eben keine Kleidergröße 34 oder 36 hat. Und jetzt fange ich auch schon mal an mit den ersten ein, zwei Kleidern. Es gibt ein Live-Shopping wieder am Mittwoch um 19 Uhr, da komme ich gleich zu. Und natürlich auch während des Videos zu unserer Challenge. Ja, aber wir wollen euch natürlich auch nicht länger auf die Folter spannen, die gerne Kleider gucken. Und da habe ich euch natürlich mal als erstes zwei Kleider, die auch so ein bisschen walla walla sind. Na, das ist für all die Kundinnen, die es nicht so eng um den Bauch haben möchten, die es gerne halt eben einfach lose haben, locker haben, lässig haben. Auch mit so einem ganz kleinen Knöpfchen hier am Arm. Ihr seht, wir haben schon einige Kleider auch immer für die Frauen, die gerne mit Ärmchen haben wollen. Ne, nicht jede Frau will Ärmel losgehen, natürlich. Und da ist das Kleid natürlich prädestiniert, so ein bisschen im, ja, ich sag mal, Bohème-Stil. Und es ist einfach so süß gemacht. Und man hat einen Hingucker, egal ob mit weißen Schuhen, ob mit cremefarbenen Sandaletten oder auch mal mit einem schönen schwarzen High Heel. Und ihr habt hier vorne ein kleines Schleifchen. Das ist total süß und ist schön, und ist geeignet und schön für den Frühlingstyp und natürlich auch für den Herbsttyp. Wenn der Herbsttyp halt eben auch mal so ein bisschen mehr Mädchen sein will, ist das ein schönes Kleid, was auch für ihn nicht zu elegant und zu schön ist, sondern auch wirklich geeignet ist fürs Büro. Und das gleiche Kleid ist dann auch nochmal in der Farbe des schönen, wie heißt der Grünton, Katharina? Light Apple Green. Light Apple Green. Und da seht ihr es noch mal in einer anderen Farbe. Und ich habe schon Kunden, die haben das. Und die sind total happy mit diesem Kleid, weil sie damit ganz, ganz viele Komplimente bekommen. Und ja, Frauen in schönen Kleidern sind natürlich eine Seltenheit. Und die dann eins haben, die kriegen natürlich auch jede Menge Komplimente. Und ihr seht hier auch noch mal diese wunderschöne Spitze, die da drauf genäht ist. Hier unten ist noch so eine Ajourstickerei drin. Das ist auch ganz süß. Und da könnt ihr natürlich als Frühlingstyp dunkelblaue Schuhe anziehen, cremefarbene Schuhe anziehen, eine schöne Glitzersandalette, mal was für den Abend oder aber natürlich auch fürs Büro. Und für den Sommer oder auch mal für den etwas klassischeren Wintertyp ist das natürlich auch ein sehr schönes Baumwollkleid, weil viele Frauen mögen ja gerne auch das Schlichte und das, was nicht so viel Klimbim und drum und dran hat, kriege ein bisschen hochstelle. Und das könnt ihr auch dann hier vorne nochmal passend auf eure Figur schnüren. Und ihr habt vorne eine Knopfleiste, es hat schöne Taschen, es hat hier oben kleine Taschen eingebaut und ist einfach ein schönes Tageskleid. Wenn jetzt einer sagt, ich möchte einfach ein schönes Kleid haben, wo ich, was ich zuknöpfe, wo ich einen schönen Schuh drauf anziehe, im Auto sitze, im Büro sitze, halt eben auch gut aussehen, dann ist das natürlich ein Kleid, was kein Aua macht, sondern einfach ein wunderbares Sommerkleid ist mit einem kleinen angeschnittenen Arm und wie gesagt für den Sommertyp geeignet und auch für den, und die Farbe ist dunkelblau, wohlbemerkt, ganz wichtig, dunkelblau. Und wie immer findet ihr die Teile ja natürlich auch in unserem Online-Shop. Ihr seht hier oben könnt ihr anklicken, www.shop-schöneheldin.de. Da findet ihr all diese Teile und die Größen.
Und hier haben wir auch wieder ein schönes Material, ein sehr edles Material. Das fällt auch sehr, sehr schön. Und ist natürlich für den Frühlingstyp, das ist so ein ganz fluffiges Material, das verzeiht natürlich unglaublich viel. Das heißt also, wenn meine Figur nicht ganz perfekt ist, dann ist das Kleid natürlich wunderbar. Es hat auch wieder einen kleinen Arm. So, es hat hier, geht sehr gut Oberweite rein. Also ich selber habe das auch, das Kleid, hätte ich natürlich auch anziehen können heute. Das ist ein Kleid, was ich sehr mag, weil auch viel Oberweite reingeht, es auch einen schönen Ausschnitt hat und natürlich vom Schnitt her einfach figurbetont ist und wie gesagt, es verzeiht einem alles. Also ein super gutes Kleid für all die Frauen, die auch gerne so ein Koffermaterial haben für den Urlaub. Auch hier nochmal diese Saison beliebt, leider sind das auch die letzten Polokleider. Das war auch so ein wunderschönes, weil die Kundin immer gerne Arme mag. Na, ich gebe es nochmal gerade so ein bisschen zurück. Polokleid ist schön, wenn man nach dem Golfen halt eben noch da sitzt und was trinkt. Wenn man sagt, ich bin auf dem Schiff unterwegs, ich bin in der Stadt unterwegs. Swiss hat für so viele Gelegenheiten einfach, ist es super gut zu gebrauchen. Und es ist die Farbe des Frühlingstypes. Und das finde ich also auch schön, weil es halt sehr ein bisschen gestreift ist. Und auch das ist vom geraden Schnitt her verzeiht das auch unheimlich viel. Und ihr könnt natürlich auch ein Gürtelchen drauf machen, wenn ihr wollt. Ihr könnt eine schöne hohe Sandalette drauf machen in weiß. Oder halt eben einen kleinen Slingpumps, wie ihr wollt. Und das Kleid ist natürlich auch schön, einfach mal im Sommer am Strand mit dem Flipflop. Und weil es so eine tolle Passform hat, mögen es die Frauen sowieso. Und hier habe ich dann auch mein langes Kleid für den Sommertyp. Ihr seht, da geht natürlich auch wunderbar, ne, ein BH drunter. Das hat einen Seitenreißverschluss. Hinten hat es ganz entzückende Knöpfe. So, und hier für dieses Kleid braucht ihr natürlich ein bisschen Taille. Weil es gibt hier in der Taille nicht nach, also da ist eine 36, eine 36 und eine 38 ist auch eine 38. Also von daher ist super, super schön gemacht, sitzt fantastisch und ist dann natürlich auch, ich halte es mal so an mich, von der Länge, ich gehe mal ein bisschen zurück, von der Länge her etwas länger als wadenlang. Also ein schönes Material auch, ich gucke mal gerade, ob es auch noch ein Täschle hat für euch. Nein, das Kleid hat ausnahmsweise keine Täschle, aber wie ihr seht, hat das ein oder andere Kleid natürlich auch schöne kleine Taschen. Das finden wir auch immer so ein bisschen sportlich und trotzdem schick. Und dann kommt schon das nächste Hochsommerkleid. Ja, und die Flamingos sind natürlich dieses Jahr absolut up to date. Und ihr seht, das kann ich im Grunde genommen als Wintertyp anziehen, das kann ich auch als Sommertyp anziehen, wenn ich denn mal ein bisschen Farbe mag. Und als Frühlingstyp finde ich das jetzt auch nicht so verkehrt, na, weil ich kann es mir immer noch so ein bisschen mit passenden Sandalen in Orange oder Sandaletten in Orange oder aber mit Weiß kann ich mir es kombinieren oder natürlich auch mit dem schönen, kräftigen Rosé. Und ihr seht, das ist wieder wie das, was ich jetzt trage, auch so ein bisschen ein Hängerchen. Na, das könnt ihr halt eben hier vorne nochmal zuschnüren, das hat doch ganz süß oben am Rand gemacht. Und ihr habt einfach ein schönes, fluffiges Sommerkleidchen wieder. Und die findet ihr natürlich auch in unserem Online-Shop. Ja, und jetzt komme ich natürlich nochmal zwischendurch zu unserer Challenge. Ja, einige haben sich ja schon angemeldet. Und zwar hier oben über den Link könnt ihr unseren Newsletter abonnieren. Und dann bekommt ihr natürlich automatisch den Start unserer Challenge mitgeteilt. Und wie gesagt, es haben sich schon einige jetzt bei uns eingetragen. Ihr werdet früh genug informiert, wann es losgeht. Aber ich habe euch heute natürlich ein kleines Gewinnspiel mitgebracht. Ihr dürft nämlich raten, um welches Thema geht es denn in unserer 5-Tage-Challenge. Geht es um Kombinieren? Geht es vielleicht um euren Kleiderschrank? Oder geht es vielleicht um das Thema, Wie finde ich meinen Stil? Wie finde ich meine Farben? So, und ihr fragt euch natürlich sofort, was kann ich denn gewinnen und wie kann ich gewinnen? Das ist natürlich ganz klar. Es gibt drei wunderschöne Geschenke, die wir euch natürlich dann auch zeigen, für je 49,90 Euro, die wir euch natürlich kostenfrei zuschicken. Und ihr könnt das erreichen, indem ihr auf unsere E-Mail-Adresse, die seht ihr unten eingeblendet in der Beschreibung. Nein, unten, also Katja hat sie eingeblendet. Na, da seht ihr, da könnt ihr schreiben auf die info@schöneheldin.de. Ja, und da schreibt ihr euren Namen, eure Telefonnummer und das Thema. Denn ihr wisst, ihr könnt raten, welches Thema drankommt, was wir natürlich euch schon in Kürze bekannt geben.
Und dann können wir die Gewinner, weil wir hatten jetzt irgendwo eine Gewinnerin, die haben uns wieder eine Telefonnummer gegeben, die konnte natürlich dann auch den Gewinn nicht bekommen. Also bitte info@schöneheldin.de und dann, welches Thema denkt ihr, was in der Challenge drankommt und dann eure Telefonnummer und euren Namen. Ja, und bis wann könnt ihr am Gewinnspiel teilnehmen? Bis Pfingstmontag, 24 Uhr, weil wir wollen natürlich euch nicht länger auf die Folter spannen und euch in der darauffolgenden Woche, nämlich am Samstag, natürlich das Thema mitteilen, die Gewinner mitteilen und worum es in unserer Challenge geht. Aber jetzt komme ich natürlich zum nächsten Sommerkleid, wofür ihr natürlich auch eingeschaltet habt. Und hier habt ihr auch ein richtig schönes Sommerkleid. Das hat einen herrlichen Stoff und das ist auch was wirklich für all die Kundinnen, die sagen, ich möchte es gern einfach locker und lässig haben. Es ist nicht so irre weit geschnitten, aber durchaus geeignet für die Kleidergröße 44, für die Kleidergröße 46 auch. Also wie gesagt, ein schönes Kleid, es hat auch einen kleinen angeschnittenen Arm. Und ihr seht, ein paar Palmen drauf, ein herrlicher blauer Druck für den Wintertyp. Und das ist natürlich einfach ein herrliches Sommerkleid für die heißen Tage. Und als nächstes haben wir dann wieder ein Kleid für den Frühlingstyp. Warum ausgerechnet für den Frühlingstyp? Weil es natürlich ein bisschen figurbetont ist. Ja, es hat auch ein kleines bisschen Schwarz drin, weil es natürlich auch sehr schön geschnitten ist. Es hat einen sehr schönen Ausschnitt. Es hat hier ein bisschen was Verspieltes auch dran. Hat auch wieder einen ganz wunderbaren Stoff. Ihr werdet es bestimmt bei mir in einem der nächsten Videos auch sehen. Dann seht ihr auch, wie schön das einfach fällt. Ist mega figurfreundlich, verzeiht unheimlich viel. Zwar ohne Arm, aber wir wissen auch bei 35 Grad oder 40 Grad, wenn ihr im Urlaub seid, mögt ihr keine Kleider mit Arm oder auch nicht mit unheimlich viel drumherum, sondern will man es locker, leicht und trotzdem schick. Also auch ein sehr, sehr schönes Kleid, wo man auch durchaus eine schöne hohe Hacke drauf anziehen kann und mal eine schöne kleine Jacke. Und für den Wintertyp, wenn der es tragen möchte, eben eine schwarze Jacke und für den Frühlingstyp halt eben eine kleine süße orange Jacke. Also ein sehr schönes Kleid. Hier kommt ein Rippchenkleid, das ist aus Baumwolle und ist so richtig schön Strandkleid. Ich hebe es mal ein bisschen höher. Das ist wadenlang, hat auch diese Palmen drauf und diesen wunderschönen Druck, wo wir sagen, es hat einen kleinen Schlitz an der Seite. Verzeiht nicht so wirklich viel, also dann lieber eine Nummer größer bestellen. Weil viele, die Rippchen auch von den T-Shirts können, dieses Rippenmaterial, ich komme mal so ein kleines bisschen näher, das lieber mal eine Nummer größer zu bestellen. Und das ist wirklich so für Hotspot, Sand, Sonne, Pool, Meer und halt eben für ganz heiße Tage. Für die Kunden, die auch nicht gerne Mini oder Knielang tragen. Und für den Farbtyp ist es für den Sommer und auch für den Wintertyp ein wunderschönes Kleid. Und ähnlich eins, was ich letzte Woche anhabe, gibt es auch noch mal in lang und da seht ihr auch wieder die schönen Streifen. Ihr seht das Material von dem Kleid, was ich letzte Woche anhatte. Das hier ist jetzt lang, aber auch so, dass ich das Kleid natürlich einfach sehr gepflegt auch fürs Büro anziehen kann. Es ist nicht so weit ausgeschnitten, es ist auch nicht durchsichtig, hat schöne Taschen an den Seiten und hat vom Material her auch dieses fluffige, weiche, leichte und ist natürlich für all die, die jetzt in Urlaub fliegen, natürlich das richtige Kleid für den Koffer. Also für den Frühlingstyp mega, mega schön, lässig geschnitten und auch für die Frauen, die halt eben ein bisschen größer sind, super gut geeignet. Und dann komme ich noch zu den schönen Kleidern, die ihr anzieht für Festivitäten. Sei es jetzt mal auf eine schöne Sommerhochzeit. Das Kleid ist auch so, dass es alles verzeiht, mit oder ohne Gürtel, wie ihr mögt. So, das könnt ihr natürlich auch so zusammenknuddeln, in den Koffer machen, in die Handtasche machen. Was hat eine Kundin gesagt? Ich bin irgendwo hingefahren und da war ich mal ganz schnell in meiner Tasche, war auf die Toilette, habe mich umgezogen und dann kam ich mit meinem Traumkleid und dann haben alle wow gemacht. Und das ist auch so ein Kleid, das könnt ihr wunderbar mitnehmen. Das könnt ihr mal kurz an den Schrank hängen und dann sieht das so aus. Es hat ja herrliche Farben für den Wintertyp, aber auch für den Sommertyp. Und von daher ist es einfach schön. Und wenn man natürlich noch ein bisschen braun ist oder schon mal ein bisschen Farbe bekommen hat durch ein paar Tage Urlaub, ist es natürlich noch schöner. Und das Kleid gibt es auch für den Frühlingstyp. Für die Frauen, das hat auch dann nochmal einen Gürtel. Das hat also diesen schönen Kordelgürtel, aber es gibt natürlich auch einen passenden schönen Lackgürtel dazu. Und das ist auch von den Farben her so, dass es auch getragen werden kann oder kann man auch schon tragen, wenn man nicht so mega braun ist. So, die langen Kleider
haben ja immer den Vorteil, die können wir ein bisschen früher tragen, weil man noch nicht so braune Beine hat oder weil die Beine nicht so braun werden. Dann ist natürlich ein langes Kleid immer ein bisschen schöner, kann man schon ein bisschen früher anziehen. Und je kürzer das Kleid wird, wenn es Sommer wird, dann ist es natürlich auch schön, wenn knackig braune Beinchen darunter rausgucken. Ne? Aber für die Zeit dazwischen ist natürlich das lange Kleid einfach prädestiniert. Tja, und jetzt freue ich mich natürlich auch, wenn ihr mich unterstützt, bis zu unserer 1 Million Views, die ich natürlich nur erreichen kann mit euch. Ich freue mich, wenn ihr meinen Kanal abonniert, ne, mein Video liked, ihr euer Lieblingsteil kommentiert. Ja, und dann ist es natürlich auch ganz wichtig, wir sehen uns Mittwoch 19 Uhr zu unserem nächsten Live-Shopping-Abend. Ich weiß, der hat euch gut gefallen. Am liebsten könnten wir jede Woche live gehen, dass die Vorbereitung aber allerdings ein kleines bisschen größer. Und für alle, die dies nicht wissen, wir sind ja nur ein Zwei-Mann-Nehmen von mir vor der Kamera und Katharina hinter der Kamera, ne, sodass wir halt eben auch das immer so ein kleines bisschen planen müssen. Aber Mittwoch 19 Uhr geht es wieder live los und alle, die angemeldet sind, schon mal per E-Mail, die kriegen natürlich auch Nachrichten. Und zwar spätestens heute Abend oder morgen. Ihr Lieben, also fleißig raten, welches Thema kommt bei der Challenge. Und ich freue mich auf eure Post auf der schönen Heldin. Liebe Grüße, eure Walburga.